hier neben dem Wand- bzw. Durchführung von der Firma EKA. Wir sind hier auch bei der Firma EKA, ein kleines Kämpfchen, haben sie uns untergebracht, dann können wir ein paar Videos drehen. Und ein bisschen was natürlich dazu erklären und eine einzige große Frage, die immer über allem steht, die wir auch gerade aufklären. Aber erstmal zu den Produkten. Man sieht jetzt hier an der Wand Deckendurchführung für ein Flachdach, für ein Flachdach. Das heißt, ich habe hier einen Ausschnitt, der ist rund. Wenn du links von dir aus rechts schwenkst, dann siehst du, da ist eine ovale Öffnung. Ja? Das ist für geneigte Dächer natürlich. Welche Neigung kann ich jetzt nicht sagen? Wahrscheinlich so 22 Grad. Also die gibt es 0, 12, 22, 32, 45 Grad geneigt. Und geneigt heißt, dass ich die Deckendurchführung dann auch tatsächlich so schräg in das Dach halt einbaue. Man sieht jetzt hier ganz schön zwei verschiedene Plattenstärken. Hier habe ich eine 20 mm Platte als tragendes Element. Die wird direkt auf dem Dach fixiert, verschraubt. Also hier liegen dann auch direkt die Sparren an. Das darf direkt an Holz auch dran gebaut werden. Und hier aufliegend ist das Dach. Hier schraube ich dann eben rein, dann ist die fest. Und hier, das ist die Seite zum Zimmer, zum Raum, als 12 mm Material, einfach deshalb 12 mm, weil die gibt es üblicherweise 12,5 hat, und ich dann einmal die Platte schön bündig einbauen und auch noch putzen kann, und dann gibt es eine Fläche, ich sehe gar nicht, dass da eine Deckendurchführung hingebaut wird. Die ist brandschutztechnisch vorgeschrieben in Deutschland, außer, das ist die einzige Ausnahme, man baut eine hinterlüftete Dachdurchführung, die will man aber im Wohnraum nicht haben, weil hinterlüftet klingt schon wie nach Luft. Ist auch so, da kommt natürlich kalte Luft in den Raum. Deswegen wird in Wohnräumen üblicherweise entweder mit so einer Dachdurchführung gearbeitet, Deckendurchführung, oder man baut wirklich großflächig um das Rohr herum, 20 cm um das abgasfüllte Rohr, nicht brennbare Bauteile ein. Damit würde aber das Maß viel, viel größer werden, 60x60 Ausschnitte und größer. Was ganz wichtig ist, die Deckendurchführung kann ich genauso, also auch die Schräge, genauso wie die Gerade, auf meine Dachstärke, Deckenstärke entsprechend schneiden. Ich nehme einfach einen Fuchsschwanz und dann wird hier gerade durchgesägt. Eine Platte ist immer demontierbar, man sieht das an den Schrauben. Die schraube ich ab, schneide es ab, schraube es wieder dran und habe das passende Maß, was ich benötige. Bitte immer zweimal messen. Ja. Einmal abgeschnitten ist immer noch zu kurz. Und dann werden alle Elemente, die ich jetzt anbaue, verklebt und verschraubt. Der Kleber kann universell quasi in der ganzen Konstruktion verwendet werden. Einfach hier einschneiden und dann kann man wieder arbeiten. Vielleicht hat schon mal mit dem Schlauchbeutel gearbeitet, zieht man dann einfach ab und ist fertig. Eine große, immer wieder gestellte Frage ist die Frage nach der Öffnung hier. Bei uns im Shop wird angegeben, dass Durchmesser dieses Maßes hier, dieser Öffnung, ohne die Dämmung. Die Dämmung ist im Lieferumfang enthalten, aber die wird von uns erstmal nicht beachtet. Wenn Sie doppelwandiges Rohr durchführen, müssen Sie den Außendurchmesser des doppelwandigen Rohrs kennen. Üblicherweise ist auch Nennweite angegeben. Nennweite ist auch der Innendurchmesser bei dem Rohr. Das heißt, Sie müssen auch wissen, was ist die Dämmstärke, und dann wird der Außendurchmesser raus und Sie können aussehen, welches Maß brauchen Sie. Wenn Sie 200 mm beispielsweise Außendurchmesser haben, dürfen Sie nicht eine Öffnung 200 mm wählen, weil das passt halt nicht. Da muss die nächst größere gewählt werden. Und der Ringspalt, sowas hier, was sich dann ergibt, ja, die macht man dann einfach zu mit dem Dämmrohr, zerpflückt sie es und stopft sie rein, dann ist es komplett dicht. Wenn ich jetzt ein einwandiges Rohr durchführe, dann muss die Dämmung hier drinnen bleiben. Also ich kann die ausmachen, ja, ganz einfach, aber bei einem einwandigen Rohr muss es drinnen bleiben, weil es ersetzt quasi meine Doppelwandigkeit. Hier schiebe ich einfach das einwandige Rohr durch und habe drumherum eine Dämmschicht zum Kasten. Damit habe ich die Anforderungen erfüllt. Genauso sieht das aus im schrägen Zustand, also angeschrägt. Habe ich immer, das ist auch immer ganz eine häufige Frage, man hat ja nicht immer genau 12 Grad, 22 Grad und so weiter, man hat eben auch mal 25 Grad. Die Wanddurchführung, Deckendurchführung sind alle so gefertigt, dass ich einen Zentimeter Spalt drumherum habe, der automatisch bleibt. An einer Wand wahrscheinlich, weil ich habe mit einer Schräge dann unter Umständen, andersrum natürlich, mit einer Schräge unter Umständen an einer Schachtwand das Rohr mehr anliegen als an der anderen. Aber ich habe auch 5 bis 10 Grad, das kommt ein bisschen darauf an, wie ich es genau einbaue, habe ich Luft, die ich praktisch nicht berücksichtigen muss. Es gibt dann auch keine Verbindermaße dafür, sondern mit diesen Neigungen, die ich gerade genannt hatte, kommt man üblicherweise bei allen Dächern klar. Ja? Das ist also ein sehr einfaches System, um ein Dach
zu öffnen und auch wieder feuertechnisch und auch dicht zu verschließen. Und ich habe mit dem Maßli von 120 mm bis zu 480 mm Stärke eben auch für jedes, fast jedes Dach, muss man sagen, von der Stärke her gesehen, das passende Bauprodukt und bin in Windeseile, also ich sage jetzt mal eine Stunde ist sowas in der Regel montiert, bin ich fertig und habe eine Sache, wo ich immer ruhig schlafen kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, weil es ja nicht immer und jeden Tag gemacht wird von üblichen Endkunden, dann bitte einfach melden. Wir helfen Ihnen dabei, wir wählen das richtige Produkt für Sie aus, beraten Sie gerne und dann kriegen Sie auch das sehr einfach gelöst zu Hause.